hier ist der Marcello von Club Italia und ich bin nochmal beim Julius von Goodbean zu Besuch. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Und wir machen weiter Cocktails. Es dreht sich immer noch alles um Kaffee und Cocktails, also beziehungsweise Kaffee in Cocktails oder wie man Cocktails mit Kaffee machen kann. Und da gehen wir jetzt gleich zum nächsten Getränk über. Genau, da habe ich dir einen schönen Twist mitgebracht von einem Klassiker, von dem Old Fashioned, hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist ein klassischer Whisky-Cocktail, der gerührt wird. Wir machen den heute mit Cold Brew Likör, den wir auch selber gemacht haben. Da findet ihr den Link hier oben. Wir werden den rühren, wie das klassisch so ist. Der Löffel, Rührglas. Und dann fülle ich da schon mal ein bisschen Eis rein, damit es schön kalt werden kann. Na, nehmen wir noch. So. Genau, hier nehmen wir einen rauchigeren Whisky. Da nehmen wir 6 cl. Das sind erstmal 4. Und gleich 2 drauf. So, der wird auch schön stark. Ich sehe es schon, da bei 6 cl. Kann man machen, kann man machen. Ja. Dann nehmen wir 4 cl Cold Brew Likör. So. Ich mache hier mal ein bisschen. Und danke. Clean Bar is a happy bar. Und ein bisschen Coffee Bitter. Das ist ein wirklich sehr, sehr starker, schöner Bitter, der ein ganz, ganz tiefes, gutes Aroma dazu gibt. Davon habe ich einen Dash genommen. Das ist so eine kleine Einheit, so ein Spritzer. Und jetzt werde ich das hier kalt rühren. Haben wir schon gesagt, das Cold Brew Likör Rezept könnt ihr auch nachmachen. Wir verlinken es auch hier oben. Schnappen wir uns unser Glas. Wieder ein schöner Tumbler. Das ist übrigens eine sehr schöne Glasform, die du da hast. Den großen Cube. Normalerweise trinke ich da immer nur Kaffee draus. Ja, wirklich. Ah, das lässt sich aber hervorragend auch zum Schnapstrinken benutzen. Genau, jetzt mit Schnaps. Wunderbar. Yes. Also, Farbe passt, könnte auch eigentlich nur Cold Brew sein. Nur halt mit ein bisschen mehr anderen Sachen. Genau, ein Cold Fashion. Chin Chin. Sehr geil, dann probieren wir das Ganze mal. Da ist schon ordentlich vom Aroma. Auch da der Whisky, dadurch, dass wir jetzt einen Islay Whisky genommen haben, der kommt da gut durch, also man hat gutes rauchiges Aroma und der Kaffee rundet das alles so ein bisschen ab. Finde ich sehr gut. Sehr schön, das freut mich, dass es dir schmeckt. Dann zum Wohl. Danke. Und wie immer, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren von Club Italia und von Goodbean. Wir verlinken das hier oben. Glocke nicht aktivieren, Glocke auch aktivieren. Auch nicht vergessen, so rum. Und zum Wohlsein. Habt einen schönen Tag. Ciao.